Kein Umgang, kein Geld. Dieses Bild, dieser Beitrag auf Facebook hat mich heute früh schon wieder auf die Palme gebracht, ihr Lieben. Ich verstehe ja, wenn Väter das Gefühl haben, dass sie von ihren Ex-Partnern abgezockt werden. Ja? Aber zum einen muss man es natürlich juristisch so sehen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Zum anderen, wenn ich denn so ein toller Daddy bin, dem das Wohl seines Kindes über alles am Herzen liegt, dann käme ich nie auf die Idee, das Wohl meines Kindes, und dafür ist der Unterhalt ja da, mit anderen Dingen gegenzurechnen. Ja, das ist ja keine Gegenleistung. Ich lasse mein Kind doch nicht leben dafür, dass ich es sehen darf. Das ist so krank von der Idee her. Und ihr verkennt bitte alle, wenn ihr diesen Schmarrn unterstützt, einen wesentlichen Punkt. Ihr habt euch eine bestimmte Person als Kopulationspartner ausgesucht und ihr habt dabei wahllos euer Sperma durch die Gegend versprüht. Ja? Verdammt nochmal, dann muss man halt vorher sich überlegen, wo man seine Spuren hinterlässt. Denn es kann nicht sein, dass man zuerst hier einen auf Friede, Freude, Eierkuchen macht und dann im Nachhinein, oh Gott, die böse Frau ist ja doch keine gute Mutter. Entweder oder. Natürlich gibt es ausreichend Frauen, die hier das Geld als Mittel zum Zweck sehen und die Kinder auch als Druckmittel verwenden. Das will ich doch gar nicht in Abrede stellen, das wissen wir doch alle. Aber darum geht es doch gar nicht. Es geht nur darum im Moment, dass ihr doch nicht das Überleben eures Kindes und Unterhalt, sind wir doch ehrlich, unabhängig davon, dass jeder zu wenig verdient, ist nicht so dick bemessen, dass man damit große Sprünge machen kann und vor allem auch gar nicht zu zweit davon leben kann. Oder zu dritt, je nachdem wie viele Kinder ihr in die Welt gesetzt habt. Aber dass da das Kind nur das Nötigste hat, das solltet ihr eigentlich wissen, vor allem wenn das Kind dann mal in den Bereich der Pubertät kommt. Also, wie gesagt, ich verstehe, dass viele frustriert sind und das sind die Frauen natürlich alle auch schuld, die Umgang boykottieren. Aber allein so eine Aussage, eben kein Umgang, kein Unterhalt, rechtfertigt aus meiner Sicht definitiv sorgerechtliche Maßnahmen, wie es im Übrigen das Kammergericht ja auch gesagt hat. Wer definitiv hier Probleme hat in der tatsächlichen Situation, der muss sich an die eigene Nase fassen, der muss sich selber fragen, was er in der Vergangenheit alles falsch gemacht hat. Und deshalb muss ich an der Stelle ganz klar sagen, Pech gehabt, ihr Lieben. Ich würde mich freuen, wenn da eine sachliche Diskussion möglich wäre, aber wie so oft, gerade in der Diskussion ums Wechselmodell in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, dass es hier nur auf ein Hauen und Stechen geht. Jeder gegen jeden und jeder bleibt vor allem bei seiner Meinung. Wie seht ihr es? Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung kundgeben würdet. Ansonsten, ja, meine Meinung habe ich kundgetan. Passt besser auf euer Sperma auf, dann habt ihr das Problem nicht, dann kostet es auch kein Geld. In diesem Sinne, Servus.